Einen wunderschönen Buongiorno, Ladies und Gentle People, und willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem Channel. In den nächsten Videos wird es darum gehen, um Filme und ihre eigenen Filmgesetze. Vielleicht fällt es einem nicht direkt immer gleich auf, aber alle Filme handeln nach denselben Regeln. Und ich habe ein bisschen rumgestöbert in meiner hauseigenen Videothek und ich habe mir mal so einige Filme angeguckt und habe nachher rausbekommen eigentlich, sie sind ziemlich vorhersehbar, was einige Sachen angeht, die in den Filmen so passieren. Und ich dachte mir, ich pick mir immer so einige Sachen raus, so 4-5 Fakten jedes Mal, und werde euch diese etwas zeigen. Und das nächste Mal, wenn ihr irgendeinen Film schaut, achtet mal drauf, tatsächlich passieren in vielen Filmen solche Sachen. Ich nenne es immer gerne Murphys Filmgesetze. Also fangen wir mal gleich an. Aufgefallen, egal in welchem Film man schaut und wo der Hauptdarsteller mit einem Auto durch die Gegend fährt, er findet immer einen Parkplatz direkt vorm Haus. Ganz ehrlich, wer von euch hat es schon mal geschafft, auf Anhieb, ohne zu schauen, irgendwo einen Parkplatz zu finden? Man fährt manchmal sogar noch 4-5 Minuten rum, guckt, findet keine passende Lücke. Im Film ist das anders. Die Hauptfigur fährt einfach drauf los, fährt zu dem Haus und findet direkt vor dem Haus immer einen Parkplatz. Es war 16 Uhr, als ich zum Hauptquartier zurückkam. Kommen wir gleich auch schon zum zweiten Punkt. Hat auch was zu tun mit dem Parkverhalten der Darsteller. Euch auch vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn jemand zum Beispiel aus einem Auto steigt. Habt ihr mal gesehen, dass einer das Auto abschließen muss? Macht ihr das auch so? Ich meine, also Autotür zu und einfach reingehen ins Gebäude? Also, ich hätte da zu viel Panik, dass mein Schlitten dann nicht mehr da wäre. Gut, außer man hat natürlich ein Auto wie Kit, was sich von selbst abschließt. Schönen Tag auch, Mister. Was darf sein? Das wünsche ich auch. Volltanken bitte, Mister. Soll ich einen Blick unter die Haube werfen? Nein, Sir, lassen Sie nur. Ist nicht nötig. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn ich das sehen würde, dass jemand sein Auto einfach so irgendwo stehen lässt und nicht abschließt. Das ist ja schon fast eine Einladung. Auch ein schöner Filmfakt ist, um das Ganze ein wenig dramatisch in die Länge zu ziehen, ein Killer oder ein Kidnapper redet immer mit seinem Opfer, bis der Held die Möglichkeit hat, sie zu retten. Oder er zieht es irgendwie dramatisch in die Länge. Es wäre so einfach, man hat die Person vor sich stehen, bang, und dann war's das. Gut, dann wird der Film vielleicht auch nur 5 Minuten dauern, aber... What was it you said to me before? Yippee-ki-yay, motherfucker. Auch sehr schön ist, sieht man sehr häufig, egal ob Gangster oder Polizist oder irgendjemand, der eine Waffe benutzt, es wird in den seltensten Fällen nachgeladen. Manchmal besteht so ein Magazin aus 500-600 Schuss. Grob geschätzt. Who is next? Rambo? One more! Rest in pieces! Ja, und das letzte Filmgesetz für heute dreht sich um die Heldenschmarre. Also im Filmjargon wird das Heldenschmarre genannt. Wenn euch das mal auffällt, in einem Film ist es immer so, dass so oft ein ganzes Magazin, wenn das Magazin nicht nachgeladen werden muss, wird das gesamte Magazin auf den Helden abgeschossen.
In diesem Fall ist es dann so, dass der Held nicht wirklich tödlich getroffen wird. Was man in diesem Fall die Heldenschmarre nennt. Es ist meistens irgendein Streifschuss, den er aber definitiv immer überleben wird. Nicht so wild. So, das war es dann auch schon wieder von mir für diese Woche. Ich würde einfach mal sagen, schaut einfach mal nach, wenn euch noch irgendwelche Filmgesetze einfallen, schreibt sie einfach mal unten in die Comments. Ansonsten einen Daumen rauf, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, lasst sie einfach auch mal da und achtet einfach mal drauf, wenn ihr den nächsten Videoabend macht, auf solche Kleinigkeiten. Definitiv, ihr werdet sehen, was an diesen Filmgesetzen dran ist. Ansonsten verabschiede ich mich wie immer von euch mit Hasta Luego und nicht vergessen, anschauen, liken, abonnieren. Bis dahin, macht's gut, euer Mitch von Two Screek. So, ich suche mir jetzt ein nicht zugeschlossenes Auto.